Vielleicht müssen wir noch mit dem Rusty reden. Weil nur Mitglieder der Gilde kommen rein. Da hast du natürlich völlig recht. Es muss nicht richtig sein. Aber das klingt plausibel. Ich habe hier lang genug mit die Adventure gemacht, weißt du? Aufwecken war? Defa. Defa hat doch auch so Weihnachtsmärchen gemacht. Aha, warum wächst du mich schon wieder auf? Es hat also. Lass mich schlafen. Die DEFA, die Filmproduktionsfirma aus mit der DDR. Ja. Ah, haben die nicht auch so. Weiß ich nicht. Guck doch nochmal hier, ob du was findest. Also, denn. Nur Gildenmitglieder dürfen rein. Ach, spiegeln. Also wenn das jetzt nicht geht, bin ich enttäuscht, aber ja. Doch, jetzt gerade fiel der Groschen. Aber wir kamen der Lösung zumindest schon mal sehr nahe vorher. Also deine Idee war, dahin zu gehen und in der Kombination. Ach, keine Troppe hier. Karl May Troppe. So, die Tür ist ja noch auf, dann gehen wir da jetzt mal rein. Keine Ahnung, warum der mit so einem Stab rumläuft, aber. Groß. Groß, junger Nailbender. Groß. Stokes sucht nach dir. Er scheint ziemlich sauer zu sein. Komm besser schnell rein. Na, dann wollen wir doch mal. Wir haben schon lange keine neue Note mehr gelernt. Ja. Ja, schön im Hintergrund der Schatten. Also ich muss noch mal sagen, für ein LucasArts Adventure, insbesondere so ein frühes, erstaunlich viel Grafik und Details. Ja, die haben dafür das hat auch relativ wenig Puzzle. Aber grafisch als künstlerisch empfunden, glaube ich. Ja. Können Sie mit dem reden jetzt? Nee. Ja. Und vor allem, wie viele Bildschirme es gibt, wo du nur einfach durchläufst. Aufwendig, das war in der Post-Production, den Rusty nochmal alles drehen zu lassen. Sieh an, wenn das nicht Rusty Nailbender ist, mein treuer, unermüdlicher Lehrling. Hallo, Mr. Stoke. Und Sie, er hat mir ein Stück Holz gebracht. Genau ein verbogenes Stück Feuerholz für mein armes, hungriges Feuer. Feuerholz? Du fauler Idiot! Ich hab dich vor Stunden losgeschickt, Feuerholz zu sammeln, und du kommst mit einem Ast zurück? Wenn dein Vater nicht der Obmann wäre, würdest du im Feuer landen. Zum Glück ist er gerade unten beim Bischof. Der Bischof wieder. Wenn das Feuer erlischt, verspätet sich der Auftrag der Kleriker. Vielleicht willst du deswegen den Bischof persönlich um Vergebung bitten? Ich hätte nichts dagegen. Gib mir den Ast da. Ich weiß, was ich mit dir anfange. Ich komme wieder, Nailbender.
Und zwar nicht alleine. Sieht ganz gemütlich aus. Jetzt müsste eigentlich die Härtel kommen, oder wie sie ist. Genau. Das Stroh muss einen Schlafspruch eingesponnen haben. Ich kann ohne meinen Stab eh nicht viel anfangen. Stell dir vor, ein armes, wehrloses Wesen wie mich zu erschrecken. Also wirklich. Nun, Süßer, ich mag ja nie, gar nicht gut im Umgang mit Feuer sein. Aber junges, zartes Fleisch ist etwas, mit dem meine Zähne noch gut fertig werden. Huch! Meine Kutte spiegelt nicht mehr. Etwas muss Rusty zugestoßen sein. Okay. Hoffentlich geht's ihm gut. Blitzblink. Nun sieh dir das an. Ein Stückchen Holz übrig. Ein einziges. Das Feuer wird nicht mehr lange brennen. Zehntausend Schwerter zu schmieden und uns geht das Feuerholz aus. 10.000 Schwerter, 10.000 Schafe. Ja. Muss ich wohl meinen Schreibtisch opfern. Blitzt und blinkt. Ja. Oh, der Rusty. Das war dieser Weberjunge. Nun muss ich jenseits warten. Wenn ich den jemals erwische. Und ich glaube, an dieser Stelle beginnt The Forge. Ah, okay. Zurück ins Diesseits. Das war ja einfach. Schande, dass jemand sterben musste, damit ich zurückkommen kann. Drache. So. Armes Kind. Wo könnte Bobby denn hingegangen sein? Da drinnen sicher nicht. Diese Schmiede sind argwürdischer Verein. Die wird niemals einen Weber hineinlassen. Oha! Vielleicht sollte ich doch mal nachsehen. Das ist der Stab, der den Rauch da macht. Ja. Ich finde es immer noch spannend, dass das Küken fliegen kann. Es hat ein Special-Küken. Was ich nicht alles durchmache. Was wird der Atropos sagen, wenn er seinen Stab so misshandelt sähe? Hab ihn. Muss auf die Federn aufpassen.
Nun bin ich wieder im Geschäft. Erstmal Stroh zu Gold. Ja, immer. Immer Gold. Grundsätzlich. DDDE. Immer üben, immer üben. Dann die Tür öffnen. ECED. Dass der Rusty jetzt sterben musste, war jetzt echt ein bisschen fies, oder? Es ist halt... In Märchen sterben auch immer wieder Leute. Ja, aber denk das, nur bis an die dahin Hitze. Fand ich es echt... süß und niedlich. Süß und niedlich, muss man sagen. Aber wird's so gemein. Ja. Aha, da könntest du Füllen machen. Mhm, als Trog. EDDG. Hätte nur mal einen Fachmann fragen müssen. Ja, anstatt auf uns einzuschwätzen. Ja. So, gehen wir runter? Ja. Klingt ja ein bisschen dünn. Ah, ah, das geht los. Die anderen. Das wird ein gefährliches Schwert, wenn er mit der Hämmerei fertig ist. Schwer neugierig zu sein bei all dem Lärm. Nur gut, dass die schreien müssen, um sich gegenseitig zu verstehen. Die letzte Klinge wird geschärft, noch während wir reden, Eminenz. Mein bester Klingenschärfer kümmert sich persönlich darum. Dann ist dies ein historischer Augenblick, Obmann Nailbender. Das Schmieden des 10.000. Schwerts beendet unsere Vorbereitungen. Wie geht das Schaffen voran, Edgewise? Dieses Metall hat seinen Stolz, Obmann. Es lässt sich nicht leicht formen. Mehr Schweiß wird es erweichen, nehme ich an. Von dieser Klinge werden Götter schaudern. Das Schwert des Schauderns. Das klingt gut. Jawohl. Das hat so einen apokalyptischen Beigeschmack. Ich vermute, euer Schärfer wird mich nicht mehr lange warten lassen. Gib das Metall nach, Edgewise. Ich schlage es zu Gehorsam. Jawohl. Stärkeres Schlagen könnte deine Arbeit verkürzen. Unser spendabler Kunde wird ungeduldig. Nur Geduld kann solch edlen Stahl formen, aber ich verdopple meine Anstrengungen. Schädel werden sich schon beim Anblick dieser Klinge spalten, Bischof. Ihr braucht nicht anzugeben, Obmann. Ich habe niemals die Qualität eurer Waren angezweifelt. Mhm. Ich weiß schon, was wir jetzt machen. Mhm. Aber lass doch das Gespräch erst noch. Tatsächlich haben mir die Schmiede bisher die wenigsten Probleme bereitet. Eure treuen Dienste werden nicht vergessen beim immer näher rückenden letzten Gericht. Blablabla. Ja, das Schwert kannst du ja. Ja, ich hab geguckt, ob ich die anderen Schwerter irgendwie... Ja, nee. So, das wollen wir doch mal jetzt entschärfen. Pfafft. AFD. So.
so laut, man hört nichts. Ich kann dir keine Sprüche spinnen. Es ist viel zu laut. Schade. Ja. Dann, gehen wir doch mal nicht da lang. Nicht da lang, geh doch mal die Tür ein. Da geht's nach oben, da kommen wir bestimmt wieder beim Holzdruck raus. Ja. Da gehe ich lieber nicht hin, so wie ich aussehe. Das Feuer kann ich nicht anklicken. Das Stroh haben wir gesponnen, den Trog haben wir gefüllt. Du kannst bestimmt unten einfach weiterlaufen. Wir haben es doch nicht mitgekriegt, wohin. Wie immer. Geh einfach mal nach links. Nö. Ja, ganz schön hier mit den Ketten im Vordergrund. Klick doch nochmal auf die. Immer noch am Schlagen, Edgewise. Sie ist beinahe fertig, Obmann. Muss ich noch lange warten? Nur die Zeit kann diese Klinge vervollkommnen. O Ehrfurchtsgebietender! Das Wort Ehrfurchtsgebietender. Genug geredet! Schlag! Ich glaube, wir müssen bestimmt den Edgewise stören. Edgewise, ist die Klinge endlich scharf? Nicht so scharf, wie mein Geschick es vermag! Wie weißt du, wann sie fertig ist? Der Stahl wird seine Niederlage eingestehen, o höchst Erleuchteter! Dann lass sie klingen, schlag härter! Das wird ein gefährliches Schwert, wenn er mit der Hämmerei fertig ist. Also zaubern kann man nicht. Wenn ich schärf sie doch mal, DFAF. Nach dem Motto, das geht dann. Aber gut, probieren wir es. Es da nichts gibt, dann müssen wir doch nochmal hoch. Ich sehe jetzt einfach wenig Optionen. Seine Exzellenz erwartet die Klinge. Sollen wir des Bischofs Griff nicht mit der besten aller Klingen krönen? Ich bewundere deine Kunstfertigkeit, Edgewise, aber kannst du das nicht etwas beschleunigen? Okay, gehen wir nach oben. Gutes Metall belohnt die Geduld, o Unauslöschlicher! So, was können wir denn damit noch machen? Also, gefüllt haben wir es.
denn ich gehe doch noch mal... Ja. Nee, brauchst du nicht zu machen. Geh mal nach rechts. Ging da noch was? Nee, ne? Nee, da ist nichts. Ich mache jetzt die Tür zu. Und dann? Weiß ich nicht. Bam. Jetzt mache ich sie wieder auf. Genau, weil ich es kann. EC, ED. Nach links wollte er nicht gehen, ne? Da gehe ich besser nicht lang, hast du gesagt. Genau, also ich, wenn ich jetzt hier was anklicken Kannst könnte, du auch nach um mich hier gehen? unsichtbar zu machen. Das wäre wieder zu einfach. Mhm. Also das Einzige, was ich hier machen kann, ist damit was. Unsichtbar. Also, in der Zelle gibt es nichts Sinnvolles zu tun. Ja. So, da haben wir einen Trog, den haben wir jetzt mit Holz gefüllt, sonst ja. können wir da nichts machen. Hier können wir das Schwert angucken. Ja. Da gibt es noch irgendwas anderes. Da ist das Gespräch. Klick doch mal auf die linke der drei Türen, bitte. Die da. Ja. Einfach draufklicken und dann 2 Sekunden warten. Nee, macht er nicht. Und die anderen Schwerter oben sind auch nicht erreichbar. Also ist auch nichts. Gut, wir verzichten auf die 32.000er Stufe und nehmen den 4. Joker. Legenden sagen, es heißt Tod, einen Weber ohne Kapuze zu sehen. Selbstverständlich geben wir Kleriker nichts auf solche Gerüchte. Aber ich bin neugierig.